Geburtshilfe ist gut gemeint, aber schädlich für die Mutter und das Kind. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt eine neue Studie, die revolutionär das westliche Gesundheitssystem entlarvt. Evolutionär entsteht bei der Schwangeren ein immer stärkeres Geburtsbewusstsein, was die Frau natürlich auf die Geburt vorbereitet. Jede Form der Hilfe und auch schon Informationen schaden diesem natürlichen Geburtsbewusstsein. Warum und was ist das genau? Und was bedeutet das für die Gesundheit von Kind und Mutter? Und was kann man dagegen tun heutzutage? Heute wird es revolutionär und mega interessant. Auf geht's! Im Tel Hai College in Israel wurde in einer neuen Studie die Geburtshilfe der Industriestaaten in den letzten Jahrzehnten unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die unnötigen Eingriffe während der Geburt, wie Kaiserschnitte und Einleitung, drastisch zugenommen haben. Der Grund dafür ist nicht etwa, dass sie immer vermehrt notwendig gewesen sind, sondern die Effizienz. Man will schnell die nächste Geburt abhandeln. Denn jede Geburt, das klingt echt makaber, aber ist so, bringt dem Krankenhaus Geld. Mehr Geburten, mehr Geld. Und in meiner Recherche ausgehend dieser Studie habe ich Folgendes herausgefunden. Krankenhäuser erhalten in der Regel höhere Vergütungen für Kaiserschnitte als für natürliche Geburten. Und das, obwohl natürliche Geburten länger dauern. Also nochmal deutlich. Kaiserschnitte gehen schneller und bringen mehr Geld. Und ihr kennt die Lage der Krankenhäuser hier in Deutschland. Wer kann es denen verdenken, dass sie eher zu einem Kaiserschnitt tendieren, auch wenn diese nicht unbedingt medizinisch notwendig sind? Ich nicht. Denn Menschlichkeit und Herzenswärme sind aus meiner Erfahrung, von dem, was ich so gehört habe, schon lange aus deutschen Krankenhäusern gewichen. Aber wenn es nur das Geld wäre. Denn das evolutionär gebildete Geburtsbewusstsein, das ist keine esoterische Phrase, sondern das ist ein veränderter Bewusstseinszustand, in dem sich die Schwangere dann befindet. Das ist auch völlig nachvollziehbar und bei Tieren ebenso zu beobachten. Das Verhalten von Schwangeren und Gebärenden ändert sich im Laufe der Schwangerschaft auf eine ganz natürliche Weise, um eine bestmöglichste Geburt zu gewährleisten. Die bestmöglichste Geburt, die ist aber keine technologisch abgesicherte Geburt, wie die Studie nun zeigt, sondern eine, wo die Mutter voller Sicherheit und voller Vertrauen idealerweise im hauseigenen Umfeld gebärt und ohne Zeitdruck und Anweisungen intuitiv das Kind zur Welt bringt. Mir ist das Gegenargument völlig einleuchtend. Früher sind mehr Frauen bei der Geburt gestorben als heute. Aber die Zunahme von psychologischen Erkrankungen und eine geistige wie körperliche Degeneration der Menschen, vor allem in den Industriestaaten, Stichwort Zivilisationskrankheiten, die auch nicht nur anhand der sinkenden Spermienqualität, wie in einem der vorigen Videos festgestellt wurde, zu attestieren ist, heben die individuellen Probleme, zumindest für mich, die man dann hat, wenn man es alleine macht, nicht auf. Sondern es gibt ja auch einen Mittelweg. Also sollten Probleme auftreten, die nicht durch Überinformation oder Vorsorge entstehen, sondern im Laufe des natürlichen Prozesses, dann kann man ja immer noch auf eine überwachte Geburt oder eine unterstützte Geburt zurückgreifen. Aber der Standard erstmal, da gibt mir die Studie recht, kann ich nicht sagen, weil ich war da vorher noch gar nicht so festgelegt, aber die Studie sagt von sich aus, natürliches Geburtsbewusstsein verlangt eine natürliche Geburt. Natürlich, wenn da eine Begleitung stattfindet, ist es immer in irgendeiner Weise auch sicherheitsgenerierend. Ist aber interessant, ich hatte vor kurzem, kennt das Video mit Verena aus Peru, die hat im Urwald zwei Kinder zur Welt gebracht, eine Freundin von mir. Für mich war das mega mutig, aber evolutionär betrachtet ist das völlig normal. Wir wollen alles absichern, wir wollen vorsorgen und ja, das fördert so ein bisschen die Dissoziation. Das ist das Trennen von Denken, Fühlen und Identität vom Bewusstsein. De facto haben wir in der westlichen Welt sowieso das Problem, dass wir das Denken mit dem Bewusstsein gleichsetzen. Ich denke, also bin ich. Und dieses ganze Sicherheitsstreben, das fördert das nochmal. Aber mal Step by Step, bevor wir wieder zur Geburt zurückkommen. Wer bist du? Dein Körper, dein Denken, deine Gefühle
Dein Körper ist heute anders als vor 10 Jahren. Trotzdem bist du ja noch. Deine Gefühle und deine Gedanken, die kommen und gehen. Aber du kommst und gehst nicht, sondern da bleibt etwas immer da, was dieses Kommen und Gehen beobachtet, oder? Genau. Und das ist das Bewusstsein. Und über das Bewusstsein können wir so gut wie keine Aussagen treffen, weil es ja jenseits des Denkens ist. Außer, dass es existiert. Da ist etwas. Das Thema Bewusstsein ist natürlich ein großes Feld und da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen, um jetzt uns nicht ohne uns endlos darin zu versinken. Aber es reicht zu wissen, dass du weder nur dein Denken, noch deine Gefühle, noch dein Körper bist. Wenn wir aber nur diese beschreibbaren Dinge als unsere Existenz zugrunde legen für unsere Lebensentscheidungen, dann landen wir sehr schnell bei einer sehr, sehr verstandesorientierten und damit beschränkten Lebensweise, die uns von der Gesamtheit der Natur entfremdet. Der Tod wird plötzlich böse und das Ich wird zu einem abgeschlossenen Ego, anstatt zu realisieren, dass Ich das Bewusstsein ist. Und zwar ein Bewusstsein, was alles umfasst, was weder Zeit noch Raum kennt. Tief in uns spürt das jeder von uns. Aber unser Verstand interveniert und sagt, ah ja, komm, hör auf mit dem Gelaber. Und wir wissen auch irgendwie, dass das Ich unsterblich ist. Aber der Verstand bildet dann Theorien von Reinkarnation, Seelenwanderung und weiteren verstandesorientierten Ableitungen, die nichts weiter sind als das Kultivieren dieser Dissoziation, nur halt eben in einem esoterischen Gewand. Die Wahrheit ist einfach, dass wir einfach alles ein großer Zusammenhang sind, der über eine Art Intelligenz verfügt, welche natürlich unsere individuelle Intelligenz übersteigt und für uns auf mysteriöse Weise alles zusammenhält. Und dann kommen die Theorien der Gott und unser Selbstbewusstsein und ihr kennt das alles. Ne? Das Problem, und da sind wir wieder bei der Geburtshilfe, ist folgendes. Der Geburtsprozess ist bereits perfekt und wir wissen das auch ganz genau. Und die Frau weiß ganz genau, was zu tun ist. Aber sie wird verunsichert durch Informationen einer dissoziativen Gesellschaft, die denkt, der Verstand kann die Wahrheit besser abbilden, als die Wahrheit ist, könnte man sagen, ja. Schon Einstein erkannte, dass die Gesellschaft das göttliche Geschenk der Intuition vergessen hat, während sie dem Werkzeugkasten, dem Verstand, eine gottgleiche Rolle zubilligt und quasi alle unsere Entscheidungen darauf fußen. Und Albert Einstein war alles andere als ein Esoteriker. Die moderne Wissenschaft, allen voran die Mathematik und auch die Physik, entwickeln in den letzten Jahren in rasanter Geschwindigkeit Theorien, die unsere menschliche Begrenztheit, was Wahrheit angeht oder Wahrheitsfindung angeht. Aber wir sind eben nicht nur Mensch, sondern wir haben, genau wie die Tiere, die auch keinen Geburtshelfer brauchen, eine große, tiefe Verbindung. Ich glaube, das ist die Essenz. Eine große Verbindung zu unserem ureigensten Wesen. Nennen wir es mal einfach mal Natur. Wenn wir nun, wie die Forscher ausführen, das Geburtsbewusstsein im Geburtsverlauf ständig unterbrechen mit unserem Verstand, dann kommt es vermehrt zu Komplikationen, die dann natürlich wiederum durch den Verstand versucht werden, wieder zu bereinigen. Und dieser selbsterhaltende Kreislauf, das ist ein Teil eines größeren Problems, was sich gerade in der Gesundheit auf vielen Ebenen immer wieder spiegelt. Wir vertrauen uns selber nicht mehr. Wir lassen uns verunsichern durch Informationen, obwohl, jeder von uns ganz genau wissen, wir wissen es besser. Nicht im Sinne von einem dissoziativen Ich, was mehr Informationen verfügt, also dem Denken, sondern so einem universellen Ich. Nenn es von mir aus Intuition. Wie oft haben wir auf unsere innere Stimme gehört oder eben auch nicht gehört und wieder jeder Wahrscheinlichkeit hat sich diese Entscheidung als eine richtige Entscheidung herausgestellt, die der Verstand so wahrscheinlich gar nicht getroffen hätte. Ja, also was ist das? Aber egal. Diese Studie zeigt auf jeden Fall anhand der reinen Fakten, was das Unterbrechen einer normalen, natürlichen Geburt an Geburtskomplikationen, an psychischen Störungen und Folgekrankheiten hervorrufen kann. Und also für die Mutter, aber natürlich eben auch für das Kind, denn das überträgt sich natürlich auf das Kind, weil das Verhalten, was dem zugrunde liegt, wird dann auch dem Kind mitgegeben. Und Ängste, Depressionen, vermeintliche Sicherheitsbedürfnisse nehmen in unserer Gesellschaft zu, kann keiner bestreiten. Wie kann man denn das irgendwie noch natürlich machen? Wie kann man da irgendwie eine Lösung finden? Das fängt an bei der Definition von Natur. Warum soll ein Baum mehr Natur sein als ein Handy? Das ist Musterzuweisung. Natur ist alles. Entsprechend geht es nicht um Technik oder Fortschritt und die Diskussion darum, sondern um Bewusstsein. Nicht was mache ich oder was nutze ich, sondern in welchem Bewusstsein mache ich es. Wenn du das Leben in seiner reinen Form leben möchtest und damit gesund oder deinem Kind so ein Leben ermöglichen willst, weil es bei dir zu spät ist, ist es nie, aber
Wisst, was ich meine? Solltest du mal genau darüber nachdenken, ob du deiner Geburt etwas Natürliches hinzufügen willst oder sie natürlich gestalten willst. Falls ja, ich rate nicht zum peruanischen Urwald wie Verena, sondern zur Art Checkliste für den modernen Alltag, um einen Kompromiss zwischen vollständiger Überwachung und Absicherung auf der einen und ja, der Pflege des natürlichen Geburtsbewusstseins auf der anderen Seite. Erstens, eine sichere Umgebung fördert eine normale Geburt und ein positives Geburtserlebnis. Zu einem sicheren Umfeld gehören Stabilität im Alltag, auch schon im Vorfeld, und enge Beziehungen, die, ja, mit den Leuten, mit denen du dich meist umgibst, wo du auch du sein kannst. Und während der Geburt natürlich im Falle von Komplikationen, die natürlich auch zur Natur dazugehören, ein Arzt in Reichweite, der aber dann nur eingreift oder seinen Ratschlag gibt, wenn du es alleine nicht mehr schaffst. Generell enge und vertrauensvolle Beziehungen beeinflussen sowohl vor der Geburt als auch den Geburtsverlauf und das Geburtserlebnis erheblich, weil sie psychologische Stärke ausbilden, die bei so einem massiven Erlebnis wie der Geburt unabdingbar sind. Viele Frauen lassen sich aus Angst aufschneiden bei der Geburt. Wie gesund und natürlich ist das? Frag mal deine Intuition. Die Frauen in der Studie fühlten sich sicherer, wenn sie so lange wie möglich in dem gesicherten Umfeld eben zu Hause blieben oder sogar eine Hausgeburt machten. Ihre positive Einstellung zur Geburt war entscheidend für das Gefühl emotionaler Stärke. Zu viele Informationen und mögliche Gefahren können selbst die größte Optimistin in so eine Art Zweifel versetzen. Als Mann hat man immer leicht reden und ich weiß, dass es absolut nachvollziehbar ist in einer Gesellschaft, die überall nur angstorientiert handelt und wo Ängste auch ständig in den Medien kultiviert werden, dann doch lieber zu sagen, ach komm, ich scheiß aufs Geburtsbewusstsein und mach halt alle Untersuchungen, geh ins Krankenhaus, so machen es alle und so weiter. Ja, nachvollziehbar. Aber ich freue mich über die Studie und möchte zumindest den Frauen in dem Fall eine weitere Perspektive heute mit auf den Weg geben und danke an der Stelle auch allen Frauen dieser Welt für die unglaubliche Leistung einer Geburt, egal auf welchem Weg du das machst. Es ist einfach toll, dass es dieses Wunder der Geburt gibt und sonst wären wir ja alle nicht hier. Also das mal so ein bisschen als Gedankenanregung und auch als Ausblick im Kontext der gesamten Gesundheit. Und ich bin gespannt auf deine Kommentare, was du davon hältst. Natürliche Geburt und Überinformation während dieser Phase. Vielleicht auch deine Erfahrungen, wenn du eine Frau bist oder auch als Mann, der eine Frau begleitet hat. Interessantes Thema auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Liebe. Wir sehen uns beim nächsten Video und unten in den Kommentaren. Euer Samu.